Das 15. Türchen hat sich geöffnet und auch heute habe ich einen kleinen praktischen Basteltipp für euch, was ihr euren Lieben zu Weihnachten schenken könnt. Diesmal wirklich zum Basteln, denn nehmen wir mal an, ihr habt eine Abenteurerrunde, die alle aus einem kleinen Dorf an der Westküste Aventurien stammen und dieses Dorf ist quasi euer Rückzugsort, von dem aus ihr alle eure Abenteuer startet. Oder ein Freund hat einen Helden, der aus dem Grenzort Joborn kommt und der gerne an seine Heimat zurückerinnert wird. Oder ihr habt eine große Schlacht geschlagen an irgendeiner an besonderen Stelle und wollt euch da immer dran erinnern, dann könnt ihr natürlich einfach ein Bild davon machen, das an die Wand hängen oder sowas. Aber ihr könntet auch versuchen, das Ganze mit Klemmbausteinen nachzubauen. Dies hier ist eine Beispielstadt, einfach nur mal um zu zeigen, wie so etwas aussehen könnte. Von oben würdet ihr versuchen, euch so nah wie möglich an die offiziellen Stadtkarten zu halten, von denen es ja von vielen Städten offizielle und auch inoffizielle gibt. Ihr habt da bestimmt schon irgendeinen Kandidaten im Kopf. Vielleicht solltet ihr nicht mit Gareth oder mit Havena oder Festum oder sowas anfangen, sondern vielleicht mit irgendwas Kleinem, denn das sind eine Menge Teile, die man da verbauen muss und die muss man auch erstmal bekommen. Es gibt zum Beispiel, also ich finde perfekt dafür geeignet in diesem Maßstab, wenn man die Häuser immer nur eine Noppe breit machen möchte, dann gibt es da so wunderbare Dachschrägen. Ja, die sind nicht so ganz leicht zu bekommen. Ich musste die hier im Internet bestellen. Die sehen ganz gut aus. Wenn ihr die nicht kriegen könnt, tun es auch diese Tunnel, also diese Halbkreise, diese Gewölbedecken sozusagen. Oder ja, einfach diese normalen Slopes, wie wir sie hier haben. Einmal zwei Slopes. Da gibt es auch jede Menge von. Aber ihr werdet da bestimmt mit den Klemmbausteinen, die ihr kriegen könnt, einigermaßen kreativ werden. Es gibt auch für so ganz kleine Häuser, gibt es dann hier einmal eins Pyramiden. Die sind auch ganz schön. Vielleicht auch in unterschiedlichen Farben. Dieses Knallerot ist vielleicht für Nikolausmützen okay. Für so aventurische Dächer tut es vielleicht auch einen Braunton oder sonst irgendwas. Ihr werdet da bestimmt was finden. Bäume kann man mit Blumen oder sonst irgendwas hier versuchen nachzubilden. Und die Pflastersteine könnt ihr als Noppen lassen oder ihr macht es wie ich hier mit glatten Fliesen. Guckt mal, ob ihr die Klemmbausteine irgendwo in eurem Fundus findet, ob ihr die euren Kindern klaut oder ob ihr extra dafür nochmal in die Stadt fahrt und ein paar Klemmbausteinsets ausstachtet. Es gibt natürlich auch eigene Anbieter, die einzelne Klemmbausteine zum Beispiel auf Bricklink verkaufen. Da könnt ihr euch dann die Einzelteile dazu besorgen. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch andere Dinge daraus bauen. Wie gesagt, ein Schlachtfeld, die Ogerschlacht auf einem Lego-Spielplan zu spielen, macht bestimmt auch Spaß. Oder alles, was euch gerade so einfällt. Ich bin gespannt, ob ihr eigene Kreationen mir schickt. Ich freue mich darauf, euch morgen wiederzusehen.